Dann kommen wir zur Demokratieerklärung. Die Grünen fordern in ihrem Antrag die Streichung der Demokratieerklärung. Interessant ist aber, meine Damen und Herren, dass sie dies nur für Projekte gegen Rechtsextremismus fördern. Sie schwächen in Ihrem Antrag lediglich das Programm zur Prävention gegen Rechtsextremismus an. Sie sprechen nicht Demokratiestärken an, wo es um Linksextremismus und Islamismus geht. Und daran sieht man, denen, die gegen Rechtsextremismus kämpfen, ist ein Bekenntnis zum Grundgesetz nicht zuzumuten, sagen die Grünen. Bei denen, die gegen Linksextremismus und Islamismus kämpfen, halten die Grünen dies offensichtlich für erforderlich. Und das ist Doppelmoral, meine Damen und Herren. Bitte, Herr Kindler. Das Wort, Frau Ministerin, vergebe noch immer ich hier an dieser Stelle. Ich halte jetzt Ihre Uhr, welche für die Fraktion ins Minus läuft. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, an für diese Frage. Und wir müssen dann nachher mal eine Einigung herbeiführen. Bitte, Kollege Kindler. Ist alles gut. Sehr geehrte Frau Ministerin, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Wenn Sie unseren Antrag richtig gelesen hätten, würde Ihnen aufgefallen sein, dass wir ein 50-Millionen-Programm gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gezielt gegen Rechtsextremismus fordern und keine Erweiterung auf sogenannte andere Extremismusformen vornehmen. Das heißt, wir werden wie die Linkspartei auch diese Programme streichen. Deswegen ist auch da keine Extremismuserklärung notwendig. Weiterhin, finde ich, könnten Sie darauf eingehen, was der wissenschaftliche Dienst dieses Hohen Hauses gesagt hat, das auf die Anfrage des Kollegen Thierse. Der hat klar dargelegt, dass die sogenannte Demokratieerklärung gegen die Verfassung stößt. Nämlich warum? Weil es ein Bekenntniszwang nicht vom Grundgesetz vorgeschrieben ist, weil es die Meinungsfreiheit in Deutschland gibt. Und zweitens, weil er auch diese Partnerüberprüfung zur Schnüffelei führt, völlig unverhältnismäßig ist. Und deswegen, weil der wissenschaftliche Dienst gesagt hat, diese Demokratieerklärung geht nicht mit der Verfassung zusammen.